Willkommen zum Krone Sport Talk hier aus dem Krone Sport Studio. Heute mit der Frau, die in die Geschichte der Formel 1 eingegangen ist, als erste Teamchefin eines Rennstalls. Und auch jetzt ist sie Vorreiterin im Bereich E-Sports als CEO von Racing Unleashed. Herzlich willkommen, Monisha Kaltenborn. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, Ihr Lebenslauf liest sich ja wie eine einzige Erfolgsgeschichte. Mit 8 Jahren kamen Sie von Indien nach Österreich mit den Eltern, haben dann in London studiert. Über das Studium oder die Arbeit als Juristin sind Sie zum Motorsport gekommen. Zu Sauber. 2010 wurden Sie dort CEO, 2012 dann Teamchefin als erste der Geschichte der Formel 1. Was verbindet Sie heute noch mit dem Motorsport? Ja, genauso. Nicht nur eine Passion, sondern auch meine Tätigkeit. Denn ich bin ja jetzt CEO bei Racing Unleashed, also einer Unternehmensgruppe, die sich mit Motorsport auseinandersetzt, aber eben in der virtuellen Welt. Das ist also meine Hauptaufgabe hier, aus der virtuellen Welt heraus Talente zu entdecken, sie zu fördern und Motorsport so allen zugänglich zu machen. Sie bieten ja Racing Launches an mehreren Standorten in Europa an. Wo findet man die und vor allem, was bieten Sie den Nutzern? Die Racing Lounges gibt es in der Schweiz, da haben wir 3. Dann haben wir 2 Franchises, also insgesamt 5 solcher Standorte. Wir haben dann einen in München und einen in Madrid. Ich hoffe auch, dass wir bald noch mehr haben werden. Das Ziel ist natürlich hier global so ein Netzwerk zu haben. Und was wir dort erreichen möchten, ist eigentlich Motorsport allen zugänglich zu machen und das Ganze auf eine sichere und nachhaltige Art und Weise. Man setzt sich da in einen Simulator hinein. Es fühlt sich an, als wäre man wirklich in einem Formel-1-Wagen. Beschreiben Sie mal, wie sich das anfühlt. Was sieht man da, wenn man drinnen sitzt? Was kann man berühren? Gibt es auch Feedback vom Auto? Wie ist das so, in solch einem Simulator zu sitzen? Also ich habe das von unseren auch Formel-1-Fahrern, die schon im Simulator drin gesessen sind, die direkt den Vergleich natürlich machen können. Es sieht von außen auch als Teil eines Formel-1-Chassis aus, natürlich nicht das gesamte Auto. Sie sitzen dann in der Pose, in der eigentlich auch ein Formel-1-Fahrer sitzt. Das heißt, die Sicht ist nicht wie jetzt im Straßenverkehr, im Pkw, dass sie eher höher sitzen, sondern wirklich sehr tief und haben auch genau diesen Blickwinkel, also schon weit nach vorne raus, nicht unmittelbar vor dem Auto. Das Fahrverhalten ist wie das eines Formel-1-Autos und das Feedback, das wir kriegen, ist, die Bremsen sind dementsprechend natürlich hart, man muss sehr stark reindrücken, das Lenkrad ist sehr fein, es ist ein Lenkrad aus der Formel 1, also das heißt, das, die Pedalerie, der Sitz, ein bisschen breiter als in der Formel 1, damit natürlich auch alle reinpassen, ist alles Technologie aus diesem Motorsport. Wie nah kommt man daran an so einen echten Formel 1-Wagen oder könnte man vielleicht nach langer Übung sogar solch einen Wagen lenken? Ich glaube, das wird schwierig, so 1:1, das geht natürlich nicht, denn Sie können sehr viel simulieren, aber natürlich nie alles, das geht einfach gar nicht. Aber es ist ein sehr realitätsnahes Gefühl und wir schaffen es sogar, Gehkräfte über die Gurte zu simulieren, also dem Körper das Gefühl zu geben, man ist diesen Kräften eigentlich ausgesetzt über Reverse Engineering. Also es ist schon ein sehr eindrückliches Erlebnis und Sie können das durchaus damit vergleichen, wenn jetzt ein Rennfahrer mit über 300 über die Gerade in Monza glüht, dass Sie das genauso gemacht haben. Also es ist nicht nur was für Profis, sondern auch für den Alltag, wenn man sagt, okay, ich möchte das einmal im Leben probieren, ich bin so ein Fan, ich möchte wissen, wie sich das anfühlt, zu fahren wie mein Starfahrer, kann man das dann dort erleben? Absolut, und es ist genau nicht für Profis gedacht. Wir könnten es so einstellen, denn datenmäßig kann man alles machen. Wir wollen aber genau alle anderen dorthin führen. Das heißt, es gibt auch deswegen 4 verschiedene Modi, vom Anfängermodus, wo man wirklich nur Gas geben muss und bremsen muss, bis hin zu all den Einstellungen, die man bei einem Formel-1-Auto eigentlich machen kann. Da muss man aber schon ganz gut sein, um das zu tun. Wäre das das Ziel, dass man sagt, okay, als Einstieg vielleicht dadurch auch Talente zu finden? Absolut, das ist eins unserer erklärten Ziele, denn wir bieten hier auch ein ganzes Ökosystem an. Denn wir wissen ja heute, wie schwierig es ist, in den Motorsport zu kommen. Vor allem ist das eine sehr teure Sache. Wenn Sie heute in ein gutes Kart-Team wollen, reden Sie von mindestens 200.000 Euro pro Jahr. Und wer kann sich das schon leisten? Und da draußen gibt es so einen großen Talentpool. Das heißt, wir bieten vom ersten Schritt an, das heißt, man kommt in die Lounge, man fährt, man hat vielleicht Talent und möchte das weiterentwickeln. Und das soll eben nicht dort aufhören, denn im realen oder analogen Sport wäre ja dann die Antwort, und jetzt musst du mit dem Geld kommen. Das ist bei uns nicht so, denn das kostet ja einen Bruchteil dessen. Und trotzdem lernt man die Strecken kennen, man lernt die Kommunikation zum Rennteam dahinter kennen, man übt mit seinem Ingenieur, ist ja alles auch möglich. Und diese Tools werden ja auch zum Beispiel im Formelsport eingesetzt. Es ist ja auch viel zu teuer, um ständig testen zu gehen. Und so können wir dem Talent aufzeigen, du fängst so an,
kommst in unseren Sport rein. Es gibt dann mehrere Ligen, bis hin zur Racer League, die für die Profis gedacht ist. Und darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, natürlich durch die Daten, die wir sammeln können, Coaching zu machen, schlussendlich auch auf die Rennstrecke zu bringen. Denn Teil unserer Gruppe und unseres Systems ist auch die Rennstrecke Ascari in Spanien. Das heißt, das gesamte Konzept können wir so anbieten. Die Standorte gibt es jetzt global, wie Sie schon angesprochen haben. Das heißt, bei einer Meisterschaft würde dann auf der ganzen Welt verteilt die Menschen daran teilnehmen. Können Sie das mal erklären, diesen Ablauf, wie würde sowas aussehen, wenn man dann nicht alle am selben Ort sind, sondern einfach jeder woanders sitzt? Also das ist ja jetzt schon so. Wichtig ist, dass man bei uns in der Lounge ist. Denn nur so können wir Gleichheit bei den Geräten, den Autos garantieren und Transparenz. Und das ist ja sehr wichtig, denn der Fahrer steht bei uns im Vordergrund und nicht irgendwie sonstige Hilfsmittel oder Geld oder so. Es geht rein um das Können des Fahrers und des Talents. Und alle haben dann den gleichen Simulator. Die fahren dann gegeneinander, die übers Internet miteinander verbunden sind. Wir haben auch dank unseres Systems kaum Latenzen. Das heißt, es wird Ihnen nicht passieren, dass der eine plötzlich schon am Start 4 Meter vor Ihnen ist, außer er startet einfach zu spät natürlich. Mhm. Das System gibt das so nicht her. Und so können die dann gegeneinander fahren an den unterschiedlichsten Orten. Wir haben ja jetzt schon Meisterschaften, wo zum Beispiel in der Racer League das Finale stattfindet mit Fahrern aus Madrid, aus München und 2 oder 3 Standorten in der Schweiz. Und genauso kann man das global machen. Und die Fahrer haben auch die Möglichkeit auf Verträge. Wie sieht sowas aus? Was wird da geboten, bis hin zum Ernährungsexperten zum Beispiel? Ja, also unsere Racer, also sprich diese erste Liga, die müssen auch Verträge unterschreiben bei uns. In erster Linie wird ihnen dort was geboten. Die einzige Pflicht ist, dass sie an allen Rennen teilnehmen müssen. Sie gewinnen auch Geld dabei. Also jedes Rennen bedeutet jedes Mal eine Geldeinnahme für die Fahrer. Und am Ende des Jahres gibt es nochmal einen besonderen Preis. Und darüber hinaus bieten wir auch noch Unterstützung beim Coaching. Wir haben dazu eigens, ich sage immer, Rennfahrer aus der analogen Welt, wie etwa Karl Wendinger, der bei uns auch Sportdirektor dann sein soll in diesem Jahr. Er hat bislang die Rennstrecken vorgestellt, den Fahrern Tipps gegeben, wie man fährt. Und das ist sehr wertvoll für diese jungen Fahrer. Wir haben dann in der Ernährung entsprechendes Coaching. Wir haben Fitness-Coaching. Da haben wir jetzt Ralf Möller, den deutschen Schauspieler, eingestellt dafür, der das sehr, sehr ernst nimmt und sehr gut macht mit den jungen Talenten. Wir werden mit Instituten zusammenarbeiten, wo man eigentlich den Fahrer als Sportler, als ganzheitlichen Athleten sieht. Wir werden ein Mediencoaching den Fahrern geben. Das heißt, für mich ist da gar kein Unterschied mehr zwischen virtuellen Fahrern und den analogen Fahrern. Die Welt draußen geht ja auch immer mehr zusammen in diesen beiden Bereichen. Und das ist ein sehr attraktives Programm, was wir den Racern anbieten. Man spricht auch immer von realem Sport, virtuellem Sport. Würden Sie anhand der Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, sagen, es ist auch schon realer Sport? Es ist Sport, denn real ist sowieso beides, denn die sind ja auch Menschen, sind reale Fahrer. Das heißt, für mich ist diese Begrifflichkeit schon nicht ganz richtig. Ich glaube, ich spreche daher immer lieber vom analogen Sport. Das ist der eben an der Rennstrecke, so wie man ihn kennt, und dem virtuellen Sport. Das sind ja die beiden Welten, die auch immer mehr zusammengehen und so viel mehr Möglichkeiten bieten. Viele fragen ja auch oft, ist E-Sports auch Sport? Aber Sie haben es anfangs schon erklärt, wenn man diese ganzen Kräfte spürt in diesem Wagen, man kommt ins Schwitzen, es ist richtig anstrengend. Also könnte man sagen, ja, es ist definitiv Sport. Es ist definitiv Sport, denn man muss sich richtig anstrengen. Und Sie können versichert sein, wenn Sie mal 10 Minuten ohne Schwitzen da drin auskommen, dann ist das eine sehr stolze Leistung. Und man wird richtig gefordert. Physisch gefordert, man wird mental auch gefordert, wenn man diese Rennsituationen hat. Also es unterscheidet eigentlich gar nichts, außer dass natürlich es sicher ist, es nachhaltig ist. Natürlich gibt es hier und da ein paar Elemente, die anders sind, das ist klar, aber das bedeutet nicht, dass das eine kein Sport ist. E-Sports wächst immer mehr, bis zu 1 Milliarde Euro Umsatz solle es bringen 2021 aufgrund von Merchandise, Werbung, Preisgelder. Was denken Sie, wohin wird diese Entwicklung jetzt noch gehen? Ich glaube, dass das erst der Anfang ist, denn dadurch, dass diese Möglichkeiten allen offen sind, haben sie einen viel größeren Zulauf. Und das Schöne daran ist, die Exklusivität hindert dieses Wachstum nicht, was nicht bedeuten soll, dass E-Sports nicht exklusiv sein kann. Nur wollen wir im E-Sports die Exklusivität durch was anderes erreichen, nämlich durch die Qualität und nicht indem man Zugänge hier beschränkt. Wir wollen für alle da sein. Aber wenn man es so gut macht und so realitätsnah ist, kommen immer mehr, das heißt, der Wettkampf ist per se da, dieser kompetitive Gedanke muss ja auch da sein. Und dieser Zulauf macht es wiederum für die Sponsoren
für die Fernsehanstalten, für die Produzenten so viel interessanter. Das heißt, so wird das ganze System sich eigentlich immer mehr hochschaukeln. Und es sind die Teilnehmer, die das alles bestimmen und nicht irgendwelche Verbände und sonstige Regularien. Und von dem her ist das eigentlich fast unendlich skalierbar. Und dadurch wird die Bedeutung von E-Sport natürlich viel schneller größer werden, viel mehr Einnahmen generieren. Schauen Sie sich mal League of Legends an oder Fortnite, in welchen Dimensionen die sich schon bewegen. Und das ist ja alles, wenn man wirklich mit den Helden direkt zusammenarbeitet. Und dieses Wachstum werden wir genauso mitnehmen im Motorsportbereich. Also Sie arbeiten zum einen mit den Fahrern zusammen, die werden aktiv eingebracht, um auch Feedback zu geben, aber auch die Fans spielen eine wichtige Rolle. Wie hat sich das Fantum verändert, wenn man schaut, früher war der große Star, wirkte unerreichbar, jetzt durch das ganze Streaming, man hat das Gefühl, die sind Stars zum Angreifen. Spielt das auch eine Rolle? Das ist ganz essentiell, denn Sport muss sich ja heute in eine Richtung entwickeln, dass es auch Entertainment ist. Also man spricht immer vom Sport-Entertainment. Das ist diese physische, mentale Herausforderung und dieser Unterhaltungsfaktor. Und das liegt vor allem auch daran, weil der Fan sich komplett verändert hat in den letzten Jahren. Heute will der Fan als erstes mal selber was erleben. Früher war das so, da waren Sie Fan von jemandem und haben sich gefreut, wenn Sie mal eine Autogrammkarte gekriegt haben und vielleicht mal einen Händedruck, den man heute eh nicht geben sollte. Heute ist das anders. Der will selber sagen können, wie jetzt bei uns, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ich mit 300 hier fahre oder wenn ich mal gegen eine Wand knalle, mir passiert da gar nichts dabei. Aber ich spüre schon recht heftig diesen Ruck, den man im Auto zum Beispiel hätte. Dann will der Fan zum Beispiel selber entscheiden, was möchte ich wann sehen. Das sind die Möglichkeiten des Streamings zum Beispiel. Und im Idealfall möchte der Fan eigentlich auch Content mitgenerieren. Und das sind all die Dinge, wo man den Fan in der digitalen Welt viel besser mitnehmen kann und Teil des Ganzen machen kann. Kommen wir zur Rolle der Frau im Motorsport bzw. auch beim E-Sports. Wäre das vielleicht ein Einstieg für mehr Frauen, die vielleicht Berührungsängste haben, gerade beim Thema Motorsport, dass sie über E-Sports oder Sim Racing da hineinkommen? Ich glaube schon, denn es ist auch für sie viel einfacher, dahin zu kommen, weil oft sind ja die Lounges an schönen zentralen Orten. Das ist ja auch ein gewisser Lifestyle, den wir repräsentieren und nicht nur irgendwelche dunklen Kammern, wo man vielleicht den Simulator aufstellen würde. Und wir sehen ja schon, dass Frauen, und das soll jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie sexistisch gemeint sein, die hören einfach viel besser zu, wenn der Coach ihnen etwas sagt und sind dadurch auf Anhieb schneller dann, wenn sie das machen. Das heißt, ich glaube, hier spielt es noch weniger eine Rolle, ob man jetzt ein Mann oder eine Frau ist, sondern wenn man hier das Talent hat, ist die Chancengleichheit viel mehr da. Mhm. Sie waren ja auch die erste Teamchefin in der Geschichte der Formel 1. War das für Sie eigentlich ein Thema damals, dass Sie als Frau das machen oder haben Sie es einfach angenommen und dann erst aufgrund des Medienfeedbacks das gemerkt? Also für mich war das kein Thema und wir waren eigentlich auf so viele Fragen, ich weiß noch, bei der ersten Pressekonferenz vorbereitet, nur nicht die, dass ich die erste Frau bin, weil das einfach so natürlich war, was sollte man denn sonst sein, wenn man eine Frau ist. Ne? Ja. Also das wurde eigentlich von den Medien noch viel mehr thematisiert als vom Team oder von mir selber. Denken Sie, haben es Frauen in Männerdomänen schwieriger, sich durchzusetzen? Das ist so. Das ist nach wie vor so. Nur das weiß man als Frau. Das heißt, man muss von vornherein schon wissen, man wird härter angegangen, die Kriterien sind viel stärker, man wird härter beurteilt. Aber das weiß man, wenn man in die Männerdomäne reingeht. Und Motorsport ist ja nicht die einzige Männerdomäne. Die Finanzwelt ist es ja genauso. Und dann muss man lernen, damit umzugehen. Und was wären so Ihre Tipps für junge Frauen? Immer das, dass man einfach an sich glaubt und sich da nie beirren lässt. Auch nicht zu hart dann wird, aber einfach weiß, dass man kritischer angegangen wird. Sie sind ja auch im Präsidium des SK Rapid Wien. Sie sind also auch im Fußball interessiert. Wie sind Sie dazu gekommen und was bedeutet Ihnen Rapid Wien? Das bedeutet mir sehr viel, denn das ist ja ein ganz lebendiger Verein und ist ja auch richtig noch ein Verein, wo die Mitglieder halt ihre Stimme haben. Also man muss sich hier mit einem sehr komplexen Bereich auseinandersetzen und Fußball hat ja sowieso Dimensionen, die jetzt im Vergleich zur Formel 1, die nicht so erreichen kann. Das ist eine ganz andere Welt wieder und es steckt so viel dahinter, was man so gar nicht sehen würde, wenn man nicht hinter die Kulissen schauen kann. Also eine sehr, sehr spannende Erfahrung für mich, wo ich wirklich sehr viel dazu lerne, auch sehe, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Und ich bin froh, dass sich das so ergeben hat. War eigentlich ein Zufall über gemeinsame Freunde, die mich dann gefragt haben. Und für mich eine enorme Bereicherung. Und was sind so die Gemeinsamkeiten?
Ja, erstmal die Dimensionen, die man natürlich damit erreicht, wobei Fußball viel größer ist. Auch die Art und Weise, was bei der Vorbereitung gemacht wird. Wir denken immer in der Formel 1, wir sind einer der wenigen, die so viel mit Daten arbeiten, Daten analysieren. Und wenn man dann mal sieht, wie viele Daten bei einem Fußballspiel generiert werden und das eben fast jedes Wochenende und das von jedem Spieler, also nicht nur irgendwie so einzelne Daten, sondern wirklich von jedem Spieler, die Laufleistung, die Pässe etc. Und das wird alles analysiert. Also ich glaube, da sieht man, wie viel Technik auch dahinter steckt, um zu sehen, wie man die Fußballer auf die jeweiligen Spiele vorbereitet. Also es ist viel mehr als nur zu glauben, dass da zwei Mannschaften einfach gegeneinander auf einem abgegrenzten Feld spielen. Und das macht es sehr spannend. Und Sie haben es auch schon angesprochen, Fußball natürlich in Österreich sehr viele Zuschauer, aber auch beim E-Sports werden die Zuschauerzahlen ja immer mehr. Wo sehen Sie da das Potenzial? Wohin wird da die Reise noch gehen? Ja, ich denke, dass auch da es immer mehr zusammenkommen wird, denn die Welten bewegen sich einfach aufeinander zu. Und so kann man natürlich viele erreichen, die vielleicht nicht unbedingt jetzt in ein Stadion wollen, die jetzt von zu Hause zum Beispiel etwas sehen wollen, die es eben auch selber ausprobieren wollen. Denn das ist ja, wie gesagt, das Entscheidende. Ich meine, nicht jeder hat vielleicht das Talent, dass er wirklich mal Fußball spielen kann, so gut wie sein Idol. Aber vielleicht ist er e-sportsmäßig so gut und kann mit unter diesem Namen mit der Mannschaft einfach selber seine Erfolge erreichen. Das heißt, das ist auch kommerziell gesehen eine sehr interessante Quelle, dass man hier auch wirklich auf diese Art und Weise Sponsoren dahin kriegen kann und eigentlich einen neuen Geschäftszweig im Grunde aufbaut, auch für die einzelnen Vereine. Kommen wir nochmal zu Racing Unleashed. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Wo wird da die Reise noch hingehen? Ja, die Reise hat erst begonnen, würde ich sagen. Denn Grenzen gibt es in der Regel für uns nur, was das Internet betrifft. Mehr brauchen wir ja nicht und eine Steckdose. Für mich ist wichtig, dass wir hier einen Sport aufbauen können, wo wirklich alle auch Zugang haben, wo wir auch Talente finden können, die sonst nie Zugang zum Motorsport bekommen würden. Und sie aufbauen können, dass ihnen im Grunde beide Welten offen stehen. Das heißt, sie sollen dann die Wahl haben zu sagen, sie wollen im virtuellen Racing bleiben oder sie wollen in die analoge Welt gehen. Und das ist natürlich das Ziel, was wir auch zum ersten Mal jetzt in England mit dem Verband ausprobieren, dass wir Talente online gesucht haben, die dann in unseren Simulator kommen und die beiden Gewinner kriegen dann auch einen Platz in einem Formel 4 Team. Mhm. Und das ist, denke ich, der Weg der Zukunft. Spannende Sache auf jeden Fall. Und abschließende Frage, ja, letzte Saison WM-Titel Drama zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Was erwarten Sie sich von der neuen Formel-1-Saison? Wird eine sehr interessante Saison werden, denn es gab noch nie eine so große Änderung in der Aerodynamik. Das heißt, wir werden sehen, wer hat das eigentlich am besten gelöst. Dann kommt die Budgetobergrenze hinzu. Das heißt, der, der es nicht richtig gelöst hat, was kann der überhaupt noch machen, gerade bei den Top-Teams? Es wird auch interessant sein zu sehen bei manchen Fahrerkombinationen, wie sich das eigentlich entwickelt. Also ich bin gespannt, ob die Änderungen, die man sich erwartet hat, vor allem auf der Showseite, dass man mehr Wettkämpfe sieht, dass man mehr Überholmanöver sieht, ob das alles so erreicht wird. Dann sage ich Ihnen danke, dass Sie heute da waren. Danke für dieses spannende Gespräch und noch alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Monisha Kaltenborn da bei uns im Talk hier auf KRONE TV. Ich sage auch Ihnen danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Boom, 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 boom.